Hi Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute habe ich einen neuen Vlog für euch. Ja, ich dachte, ich nehme euch mal wieder den Tag so über mit. Wir gucken mal so, was heute bei mir abgeht. Also ich habe ein bisschen was geplant. Und zwar habe ich gerade mein Video geschnitten, beziehungsweise den ganzen Morgen lang schon. Wir haben jetzt schon 2:15. Das Video kommt am Dienstag online. Der Vlog hier kommt am Donnerstag. Dienstag ist morgen, genau, heute ist Montag. Meine Cousine ist auf dem Weg zu mir, die kommt mich besuchen, die bleibt so bis Mittwoch, Donnerstag, denke ich. Ich muss halt noch mega viele Videos produzieren, weil ich nächste Woche Montag mit meinem Freund in den Urlaub fahre. Deswegen habe ich noch einiges zum Vorproduzieren, weil ich halt den Laptop nicht mitnehmen will. Ich weiß auch nicht, wie es mit dem Internet da ausschaut, ob das gut ist oder eher nicht so. Genau, deswegen habe ich noch einiges zum Vorproduzieren. Ich habe jetzt noch 5 Videos, die ich machen muss, das habe ich schon. Ich vlog dann habe ich noch 4 Videos, dann wollte ich mit meiner Cousine ein paar Girls Talks drehen, ein paar Mukbangs. Also so richtig coole Videos, wo wir auch auf eure Probleme und so eingehen. Ansonsten mein Zimmer habe ich sehr, sehr gut im Griff zurzeit. Ich habe jetzt nur hier ein paar Klamotten, die hatte ich aber gestern an. Ansonsten sieht es ja eigentlich ganz ordentlich aus. Krass, oder? Seid ihr proud of mich? Ich hoffe es. Ich werde jetzt mal schnell duschen gehen. Und dann, ich muss unbedingt hier die Box aufladen, ich weiß gar nicht, ob ich ein Ladekabel dafür habe. Wenn ich duschen war, wollen meine Cousine und ich dann nachher meine Schwester abholen um 3 von der Schule. Und dann werden wir zusammen zur Action fahren und zu Rossmann. Da nehme ich euch dann natürlich auch mit. Nachher treffen wir uns mit meinem Freund, ich weiß nicht, ob der hierher kommt oder ob wir zu ihm fahren. Ich habe keine Ahnung, ich würde auch gerne ins Gym gehen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber meine Cousine ist da ja nicht angemeldet. Muss ich mal gucken, wie das ist, ob die vielleicht ein Probetraining machen kann. Ob die überhaupt Bock hat, keine Ahnung. Das steht alles noch in den Sternen. Das werden wir alles erfahren und sehen. Ich glaube, mein Ladekabel liegt hinter meinem Bett. Genau, das ist so der Plan, der Pläne. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal duschen. Friends, ich bin jetzt geduscht. Ich habe mir gerade überlegt, also meine Cousine ist übrigens immer noch nicht da. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich mir jetzt noch eine Maske mache. Meine Haut ist momentan so schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht in der Kamera. Aber für meine Verhältnisse ist sie halt wirklich extrem schlecht. Ich muss dazu sagen, ich kriege jetzt auch bald meine Tage. Kann natürlich auch daran liegen, aber so Probleme wie momentan, gerade so um die Mundpartie rum, habe ich eigentlich nie. Ich überlege gerade, wie viel ist es denn? Es ist aber auch schon 14 Uhr. Na egal, dann schminke ich mich einfach, wenn ich wieder zurück bin. Ich hole erst meine Schwester. Aber ich weiß nicht, welche Maske ich machen soll. Was ist das für eine? 30 bis 40 Minuten muss die drauf bleiben, Alter. So, dann hat doch kein Mensch Zeit. Das hier. Dann nehme ich die Pearl Glow Maske. Was soll ich denn sagen? Ich höre momentan so gerne Podcasts. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe mir hier komplett die Bitch-Bibel angehört. Also von Katja das Buch. Da hat sie einen Podcast, ist klar. Einen Podcast so aufgenommen. Und den hatte ich innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, durch. Ich fand das so, so spannend, das zu hören, ihre Geschichte, was sie so erlebt hat und sowas. Fand ich, Mann, was ist denn heute los mit mir? Fand ich wirklich richtig krass, muss ich sagen. Und aktuell höre ich wieder Mordlust. Das hatte ich halt so die ganze Zeit. Warum fokussiert es da hinten und nicht mich? Das hatte ich halt so die ganze Zeit gehört, die letzten 2 Jahre. Immer wenn ich auf Events gefahren bin und keinen Bock mehr auf Musik hatte. Momentan habe ich echt keine Lust, Musik zu hören. Habe ich das halt auch immer gehört. Und irgendwann hatte ich die ganzen Folgen halt durchgehört. Und jetzt hatte ich ja so eine kurze Pause. Jetzt gibt es wieder neue Folgen. Also das finde ich echt cool. So, Friends, meine Cousine ist da. Grüß Gott. Ich habe mir jetzt einfach eine Jogginghose angezogen. Ich wollte die euch übrigens mal zeigen. Also, die ist schon sehr, sehr groß. Ich habe die auch sehr, sehr groß extra genommen. Aber die gibt es bei NKD. 13 Euro, kann ich empfehlen. Ist geil, ist bequem. Und jetzt fahren wir. Sieht halt wirklich aus, als wäre ich schwanger. Ich habe 4 Kilo zugenommen. Wir lieben es. Sag tschüss. Ich auch. Tschüss. Wo denn? Am Fußzeh. Wir haben jetzt die kleine Vajo abgeholt. Gehen jetzt erstmal zur Bank. Dann Erna Kowalski, willst du mal aufstehen? Und dann um uns was zu essen. Servus. Servus, Servus. Wir haben gerade gefoodet. Sind wir voll. Weil sie sich jetzt ein bisschen was kaufen.
bin gespannt, was. Und ich bin gespannt, wie lange das hier dauert. Wollen wir mal einen Mittagsschlaf machen, Cousine? Ich mach doch keinen Mittagsschlaf. Warum? Meine Cousine macht einfach jeden Tag Mittagsschlaf. Ich mach nie Mittagsschlaf. Das ist doch nicht mehr normal. Ich brauch das. Wie so eine alte Frau. Zieh mal sofort deine Maske hoch. Ich glaube, ich spinne hier. Ist gut, Frau Corona. Jetzt geht's aber los hier. Ich dachte einfach nur, dass er mal schön ist. Ja, was hast du jetzt davon? Weihnachten ist wenn. Ja, du alter Gatsch. Weil komm, such dir jetzt dein Zeug dann. Ja, was willst du denn hier hin? Ich will eine Weihnachtsabteilung, andere Richtung. Ich brauche die LEDs. Mach das, drück das nochmal runter. Wir waren jetzt bei Action. Ich habe mir Essen geholt. Das. Was denn auch sonst? Und das. Zur Heißung noch Süßigkeiten. Die Madame da hinten hat sich auch Sachen geholt. Hat natürlich erstmal eine Kerze fallen lassen. Muss ich schon wieder ein YouTube-Video erzählen, gell? So, wir machen uns jetzt ready. Wir sind ready, Digga, wir sind ready. Erstmal gucken, was ich anziehen soll. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich hab keine Ahnung. Was tut denn? Was ist denn das? Ein T-Shirt. Ich würde sagen Pulli. Warum? Ich dachte Kleid. Der Schuh. Das ist der richtige Ausdruck. Dann öffnen wir mal die Schublade. Spaß. Du hast eine Nachricht gekriegt. Von wem denn? Von der Julia. Ah, jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich anziehen soll. Ich könnte ja auch ein Blüschen anziehen. Och, sieh wieder, Blümeli. Du hältst die Schnauze. Oh, ich zieh einen Rolli an. Ein Rolli-Kragi. Was machst du da? Trick 17, wenn man keinen Bock hat, die Zähne zu putzen. Ich hab's doch, Chocobo. Ist klar. Verschwör ich mich nicht auf. Och mal, mein Rollkragenpulli liegt bei meinem Freund. Bei ihr Boyfriend. Der Schwarze. Das ist ja jetzt scheiße. Weil den hätte ich jetzt durchaus gerne angezogen. Ich erzähle euch jetzt mal was, Leute. Vor 10 Minuten ungefähr habe ich meine Cousine eine Frage gestellt. Die Antwort habe ich bis jetzt noch nicht. Was denn? Aber ich noch nicht finden wollte. Ach so. Da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt. Sie ist wieder zwiegespalten. Kommt mal. Ihr kommt jetzt bitte mal. Okay, mehr kommen. Dürfen die auch mitkommen? Ja, aber bitte nicht mal den Kumpel zeigen, weil der ist ja auch noch ein bisschen, ne? Leute, wie stelle ich jetzt mein Bett? Geil. Das sieht scheiße aus, das Bett da. Das sieht ja voll geil aus. Wie stelle ich denn das jetzt? Wieder so. Ja. Nee, nicht gerade. Ja. Ich will es an die Wand irgendwo stehen, aber... Aber ich finde es da am besten. So, das Bett steht jetzt so. Kaugummi, aber muss erst rutschen. Ich würde es da so ans Fenster stellen, dass es so steht. Jetzt wäre ich doch bald gefallen, hab die Kamera ausgehabt. Scheiße. Kümmer, du bist der Erste, wo sie jetzt geht. So, Friends, I'm ready. This is mein Outfit. Es hat lang gedauert. Ich weiß, die Schuhe wird mein Freund super hässlich finden. Der hasst diese Schuhe. Aber ich finde die so schön und ich finde zu sowas passen Sneaker nicht so gut. Keine Ahnung. Da sitzt meine Cousine, die ist auch ready. Moje. Moje. Und wir fahren jetzt los, weil ich will noch ein Foto machen. Ich sehe gerade, sieht ein bisschen gefleckt aus in der Kamera. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Achso, ich muss noch eine Kette anziehen, dann fahren wir los. Und ich lasse die Kamera hier, ich lade die auf, weil wir wollen gleich ein Video drehen. Aber falls irgendwas Spannendes passiert, filme ich euch mit dem Handy. So, ich habe ja gesagt, ich melde mich, wenn irgendwas Spannendes passiert. Und wer hätte das gedacht, das Spannende ist jetzt passiert. Meine Cousine und ich sind hier auf so einem Gelände. Meine Schwester und ich machen hier immer Fotos. Haben wir eben gerade auch gemacht, wir zwei. Wollten rausfahren. Jetzt guckt euch das an. Wir sind halt einfach eingesperrt. Das Tor ist zugeschlossen. Dann bin ich einmal im Kreis gefahren, da hinten rum. Das Tor ist auch zugeschlossen und wir kommen nicht mehr raus und hier ist kein Mensch mehr. Das Ding ist, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Also ich wohne nicht weit von hier entfernt, aber ich habe keinen Bock nach Hause zu laufen. Also wir kommen ja sowieso nicht raus. Ist ja alles zu. Und es ist halt auch verboten, hierher zu kommen. Weil sonst könnten wir ja jetzt ja irgendjemand anrufen. Wo wir das Auto stehen lassen, Cousine?
werden wir morgen früh abgeschleppt. Ja. Wenn die morgen früh um 5 Uhr an ihre Busse gehen. Richtig. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Vor allen Dingen, so ein Mann hat uns eben noch gesehen und hat einfach trotzdem abgeschlossen. Der hat uns ganz genau gesehen. Ja. Also Update, meine Schwester kommt jetzt hierher gelaufen und da ist ein Auto. Ja, und er guckt schon so doof. Und mein Freund und meine Freundin Julia kommen gleich auch. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ganz nach dem Motto, ich muss raus! Und ich bin mein Leben leid. Weil ich habe mich schon auf meine Shisha gefreut, auf meinen Eistee, auf meine Weinschorle. Habe ich mich am meisten gefreut und jetzt sitze ich hier, kann ich ja die Nacht verbringen. Das darf man gerne erzählen, das ist wie ein Albtraum. Sowas passiert immer nur mir. Immer passiert mir so eine Scheiße. Wir machen hier immer Fotos. Wir sind hier mindestens 2-mal die Woche und es ist uns noch nie passiert. Ich weiß, Cousine. Ausgerechnet heute. Jetzt heißt es erstmal warten. Da werden wir abgeschleppt. Ja, nee, aber die Alarmanlage geht da los. Was meinst du denn? Ist alles abgesichert? Ja, oder wir rufen jetzt mal RMV an und sagen, hören Sie mal zu, wir wussten nicht, dass das... Der Mann hat uns doch ganz genau gesehen. Nee, da komme ich ja hierher. Ich habe den Onkel Stefan, ich habe die Nummer von RMV angerufen, aus Großgrosen. Wenn ich da jetzt anrufe. Ja, dann bin ich bei der Villa und dann komme ich hier. Das ist ja auch zu. Da machen die aber nichts. Ja, dann müssen wir doch was machen. Die können mich doch jetzt hier drinnen laufen. Ich muss das Auto jetzt auf den Parkplatz fahren, weil wir kommen hier absolut nicht raus. Meine Eltern sind gerade gekommen. Mein Onkel, meine Tante. Und die haben halt gesagt, ich soll es hinstellen. Ach, ein Schlagloch. Und soll es morgen früh holen. Mein Freund holt uns jetzt ab und dann gehen wir Shisha rauchen. Das heißt, wir können sogar einen Cocktail trinken. Ja, okay. Wir müssen jetzt halt versuchen, hier irgendwie rauszuklettern. Ey, Leute, das darf man keinem erzählen, ne? Das ist wie im Film. Das haben wir auch noch von dem weiten Weg. Mit dem Auto ist man da ja in 2 Sekunden gefahren, aber da wir jetzt leider kein Auto mehr haben, beziehungsweise wir haben schon noch eins, aber wir können es nicht benutzen. Müssen wir laufen. Ich habe so einen Hass gerade auf diesen Typen, der hier abgeschlossen hat. Nie mehr in meinem Leben mache ich hier Fotos. Stopp mal, ich hole erst mal eine Zigarette. Ihr fragt euch alle noch, wieso ich Raucher bin. Darf ich das mit reinschneiden? Ja, mach doch, das heißt doch eh jeder Mensch, dass ich rauche. Ich rauche und ich bin stolz drauf. Ist mir alles zu viel Stress. Ja, wie ist es so im Auto? Ein warmer Arsch? Ein Tier. Da, wenn du... Ja, soll ich da hinkommen? Ja. Ja, okay. Ja, also ihr wollt doch in die China-Bar. Ja, der Enrico holt uns ab. Ja, Mann, wie komm ich denn jetzt hier raus? Aber der Stacheldraht. Wir müssen da drüber gehen, Cousine. Nein, da gibt's keine. Da gibt's. Ich komme nie wieder raus, ich muss hier schlafen. So, jetzt sind wir mittlerweile schon an dem Punkt, wo wir dann halt auch sehr verzweifelt sind, weil wir hier nicht rauskommen. Hier ist alles abgezäunt. Das ist riesengroß. Aber es ist alles abgezäunt. Mein Freund ist auch gleich da. Aber bringt ja nichts, ne? Wenn man nicht rauskommt, kommt man nicht raus. Also, wir haben jetzt unseren ganzen Freundeskreis, also ein paar von unseren Freunden informiert. Die haben alle so ein großes Maul, reden alle so schlau, aber haben nichts dahinter. Anstatt sie sich mal in ihr Auto setzen und hierher kommen und sich rausholen. Aber hier kommt man ja nicht raus. Aber sie reden alle so schlau, als ob man hier rauskommt. Als ob sie einen Panzer hätten und durch die Wand fahren könnten. Alle so, ja, wir holen euch da schon raus. Ja, okay, jetzt laufen wir hier so Treppen. Ich glaube, hier kommen wir wirklich raus, Julien. Ja. Leute, ich glaube, das ist der Weg in die Freiheit. Die Lu konnte leider nicht mit. Wir mussten sie zurücklassen. Lu ist übrigens mein Auto. Da ist meine Mutti. Habe ich noch nie so gefreut, meine Mutti zu sehen. Freiheit! So, ich bin wieder in der Freiheit. Mein Freund hat mich jetzt abgeholt. Und hinter uns ist noch ein Kumpel von ihm mit seinem Auto und Julia mit ihrem Auto und da fährt auch meine Cousine mit. Ich sag jetzt einfach nichts mehr dazu. So Leute, ich habe mich ich kann nicht reden. Ich habe mich abgeschminkt, wir sind wieder zu Hause. Update, mein Auto steht immer noch da. Wir haben es nicht rausgekriegt, weil es ist abgeschlossen und man darf ja da eigentlich auch nicht hin. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, morgen früh das Auto zu holen. Ich wollte den Vlog eigentlich an der Stelle beenden, aber ich werde euch da mitnehmen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das. Wir werden heute, also wir kriegen es da raus, hoffe ich. Wir werden dann morgen früh um 5 oder 6 mal darüber laufen. Gar kein Bock. Morgen wieder Auto holen, gar kein Bock. Aber wir kriegen das schon irgendwie. Melina ist gerade hier am Handy. Yes. Da sitzt meine Cousine. Und wir lästern wieder ein bisschen. So, jetzt tschüss. Also das ist ja gar nicht meine Uhrzeit.
Meine schon auf jeden Fall nicht. Hoffentlich steht mein Auto noch. So, Friends, wie ihr gesehen habt, haben wir mein Auto wieder tatsächlich und dieser Typ war, wie gesagt, nicht da. Das war auch sein Glück, sage ich euch ganz ehrlich. Es war zwar verboten, da hinzugehen, aber er hat uns ja ganz genau gesehen. Er hätte ja sagen können, ey, ich schließe jetzt hier ab oder ey, was wollt ihr hier? Ja, egal. Auf jeden Fall ist mein Auto wieder da, wo es hingehört. Ich beende den Vlog an der Stelle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn er so ein bisschen chaotisch war. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal super gerne abonnieren. Folgt mir gerne auf Insta, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Bye.